Einen wunderschönen guten Morgen heute bei Turbo 24, Ihrem täglichen Format für Trading-Gelegenheiten von und mit IG. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Marktanalysten David Iusso. Guten Morgen, David. Guten Morgen, Andreas. Ja, die DAX-Anleger hatten gestern ein Stück weit geglaubt, es geht nach oben raus aus der Range. Wir standen auch 11 Punkte darüber, aber dann wurde der Kurs doch wieder eingefangen. Und heute sind wir wieder mitten in der Range und das Ganze sieht wie folgt aus und wird von dir jetzt entsprechend kommentiert. Genau, also wenn wir auf den Tageschart schauen, hier auf CFD-Basis, dann hat sich seit, ja, knapp 1,5 Wochen aus meiner Sicht nicht viel verändert. Also das heißt, eigentlich im Kontext betrachtet sind wir noch im grünen Bereich, weil der Rebound, der jetzt im Nachhinein dieses Lockdown-Down-Moves quasi stattgefunden hat und fast komplett oder beziehungsweise sogar komplett korrigiert worden ist. Also der Rebound ist aus dieser Sicht auf Tagesbasis noch intakt. Insofern, hier befinden wir uns immer noch im grünen Bereich aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt etwas reinzoomen auf den Tageschart bzw. auf den Stundenchart auf Kassa-Basis, dann sehen wir auch diese Range, die du eben erwähnt hast, und diese Range bleibt auch weiterhin Bestand. Also positiv ist trotzdem, dass wir gestern ein leicht höheres Hoch generieren konnten, obwohl der Ausbruch aus der Range jetzt nicht wirklich nachhaltig war, ist es schon auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zu den letzten 5 Handelstagen, wo wir eher eigentlich ja höhere Tiefs, aber eher im unteren Bereich gemacht haben, und ein höheres Hoch ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir vielleicht früher oder später doch aus der Range nach oben ausbrechen. Natürlich ist das nicht hundertprozentig sicher, und solange wir uns in der Range befinden, ist es nun mal eine Range und wir wissen nicht genau, wohin es dann weitergeht. Wir können dann dementsprechend meistens wirklich nur den Kontextchart uns anschauen und sagen, okay, eigentlich sind wir noch im grünen Bereich und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Range nach oben verlassen, ist ein Tucken vielleicht höher, als wenn wir jetzt weiter nach unten einbrechen, auch wenn man das Szenario trotzdem ebenfalls nicht ausschließen sollte. Aber wenn wir von der Range gerade sprechen, wo sind denn die eigentlichen Begrenzungen aus meiner Sicht? Also weiterhin nach oben hin die Begrenzung zwischen 250 und 300 Punkten. Und nach unten hin ist sie jetzt eigentlich genau auf die 13.000er Marke gewandert, quasi mit der Zeit, mit den letzten Handelstagen. Also das ist so diese 300-Punkte-Spanne, die wir jetzt, in der wir jetzt handeln. Und was sind so die grundlegenden Beweggründe gerade oder die Impulse? Wir haben ja eigentlich jetzt im Laufe dieser Woche diese 2 Tage, die jetzt ja noch nicht komplett gehandelt wurden, aber wieder dieses Muster gesehen, dass im vorbörslichen Handel wir positiv tendieren, im Kassahandel setzt sich aber eine gewisse Schwäche durch. Ja, das bedeutet, dass trotzdem eine gewisse Unsicherheit wohl im Markt besteht. Und ja, man sollte hier jetzt tatsächlich wieder lieber auf den Ausbruch warten, anstatt sich vielleicht zu früh zu positionieren, jetzt aus Trading-Sicht. Was ebenfalls spannend ist, neben dem DAX, der ja vielleicht auch mangels Impulse in dieser Woche ein wenig ruhiger werden könnte, wenn dann ein US-Feiertag am Donnerstag hier Einzug hält, ist das britische Pfund. Denn da sitzt man ein wenig, wie schrieb Daily FX, britisches Pfund bleibt politisches Pulverfass. Und hier sind die Brexit-Gespräche natürlich immer wieder im Fokus. Aber der Kurs ging in jüngster Zeit nach oben, oder? Genau, ich habe das Währungspaar jetzt nochmals aufgenommen, weil ich das in der vergangenen Woche schon besprochen hatte im Rahmen dieses Ausblicks. Und da stand ja die Frage im Raum, machen wir jetzt ein tieferes Hoch und brechen weiter nach unten unter die wichtigen Unterstützungen, zumindest kurzfristigen hier bei 1,32, oder brechen wir eher nach oben aus? Damals hatte ich den Tageschart gezeigt, diesmal auf 4-Stunden-Basis, um deutlich zu machen, dass der Ausbruch eigentlich nach oben stattgefunden hat. Und dann gab es diesen Retest des Ausbruchsniveaus, den man jetzt hier sehen kann, also dass dann dieser Retest quasi wieder genutzt worden ist nach dem Ausbruch, um jetzt die Stabilität voranzutreiben. Das heißt, da sind dann doch Dipkäufer in den Markt gekommen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit geht es weiter aufwärts? Also hier denke ich mal, spekulieren schon Marktteilnehmer darauf, dass es einen Brexit-Deal geben wird. Eventuell diese Woche wird es einige Aussagen geben, aber vielleicht auch wirklich erst in der kommenden Woche oder in den nächsten Wochen. Aber Marktteilnehmer spekulieren schon stark darauf. Ich persönlich würde aber sagen, wer jetzt den Einstieg verpasst hat nach dem Retest, wahrscheinlich lieber jetzt hier abwarten. Denn so wie wir das britische Pfund kennen, wenn es gewisse markante Hochs bzw. Widerstände erreicht hat und ein wirklich markanter Widerstand wäre tatsächlich bei ungefähr 1,34, 1, ja nicht 34, bei 1,35 ungefähr wäre schon, glaube ich, Ende der Fahnenstange erreicht, selbst wenn wir einen Brexit-Deal haben. Das heißt, das, was wir jetzt gerade hier sehen, ist wahrscheinlich eine gewisse Spekulation darauf, dass es einen Brexit-Deal geben wird. Aber wenn das vom Tisch ist, dann glaube ich auch, dass das britische Pfund nicht unbedingt sehr viel Upside-Potenzial nach oben hat. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, lohnt es sich vielleicht, also wer jetzt hier tatsächlich auf kurzfristiger Basis diesen Retest für den Einstieg verpasst hat nach dem Ausbruch, ich glaube trotzdem, dass der Aufwärtstrend jetzt mittlerweile so langsam ausgereizt ist und dass wir vielleicht aus Trading-Sicht jetzt so langsam ein bisschen abwarten könnten, bis sich diese ganzen Brexit-Debatten so ein bisschen gelegt haben und dann kann es sein, dass das britische Pfund wieder beginnt, zumindest vorübergehend zu korrigieren. Und dafür die höheren Level anzupassen, da sich vielleicht ein Hoch aus abzuwarten auf charttechnischer Basis ist vielleicht hier keine schlechte Idee. Bedeutet, wir müssten natürlich ein bisschen Geduld haben. Wer hier ganz kurzfristig unterwegs ist, ein bisschen Upside-Potenzial nach oben aus meiner Sicht besteht trotzdem noch. Ungefähr würde ich sagen, bis 34,50, so 34,50, wenn es einen Brexit-Deal tatsächlich gibt. Und dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen weiter hochschießen in Richtung 1,35. Dann aber sollte es so langsam ja, Ende sein der Fahnenstange, wie eben erwähnt. Und wir könnten dann eine gewisse Realität im Markt eingepreist zu sehen bekommen. Und die Realität ist eben, dass Großbritannien tatsächlich konjunkturbedingt eben noch schlechter relativ performen dürfte im kommenden Jahr als andere Länder. Das zumindest die grobe Erwartung der Analysten zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, und wie das Ganze hier sich vor dem Hintergrund der Impfstoffe verhält, das bleibt natürlich auch abzuwarten, denn da gibt es mittlerweile drei Hersteller, die hier avancieren, noch in diesem Jahr quasi einen Impfstoff zu bringen. Natürlich nicht nur für die USA, sondern hier hat sich auch Europa ein Stück weit der Dosen gesichert im Vorfeld und in Deutschland werden auch die Impfzentren vorbereitet. England hat es auch ein Stück weit nötiger als Deutschland zu impfen, denn da sind die Quoten ja höher, richtig? Ja, also die Quoten sind höher, aber ich glaube, England hat auch einen gewissen Vorteil, soweit ich weiß. Ich habe mich jetzt in den nächsten, letzten Woche jetzt nicht so tief damit beschäftigt, aber ich glaube, England hat da mitunter einen Vorteil, weil sie ja, weil Moment, müsste ich mir noch mal kurz, weil eben das englische Gesundheitssystem sehr stark mit Pfizer kooperiert. Also das heißt, wenn Pfizer es tatsächlich schafft, da eine Zulassung sowohl in den USA und in England, genau, das ist vielleicht das, was mir jetzt gerade auch noch am Rande einfällt, soll ja auch in dieser Woche bereits eine Zulassung im Gespräch sein. Und speziell Pfizer könnte davon profitieren, weil Pfizer der Hauptlieferant ist für die englischen Apotheken insgesamt oder auch für die für das Gesundheitssystem. Insofern könnte es sein, dass England auch davon profitiert, dass es eben ja so schnell mit den, also mit zu den Ländern gehört, die am schnellsten vielleicht davon profitieren könnten, dass es einen Impfstoff gibt. Ich möchte da jetzt aber einfach nicht zu tief auch in die Materie einsteigen, weil ich mich da jetzt noch nicht so tief damit beschäftigt habe. Aber das sind auch so Dinge, glaube ich, die dazu beitragen, dass einige Spekulanten jetzt auf das britische Pfund eben wetten, und zwar in Long-Richtung. Hier gibt es zumindest aktuell eine kleine Erholung bei den Corona-Zahlen. Wir waren ja bei täglichen Infektionen über den 30.000 und gestern nur noch
nur noch in Anführungsstrichen bei 15.000 und hier trägt vielleicht Früchte, dass das Vereinigte Königreich hier am Anfang des Monats eine hohe Warnstufe, die höchste Warnstufe, die es überhaupt gab, Corona-Warnstufe verhängt hatten und dann dämmt sich das Ganze natürlich ein Stück weit ein. Also hier bleibt es insgesamt spannend vor diesem Hintergrund natürlich auch und ganz lieben Dank erst einmal an dich, David Iusso, für diese Einblicke in den Forex-Markt und in den DAX und eine erfolgreiche Handelswoche. Sehr gerne, danke dir auch, Andreas. Und wer das Ganze hier noch einmal nachvollziehen möchte, am eigenen Konto, am eigenen Demokonto, vielleicht zunächst, um die Trading-Gelegenheiten für sich zu testen und ein Marktgespür zu entwickeln, der ist eingeladen bei IG, sich dazu kostenfrei zu registrieren und dann womöglich später vom kommissionsfreien Trading zu profitieren. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag in den Handel und wir hören uns gerne morgen wieder bei Turbo24 zusammen mit IG und mir, Andreas Bernstein.